Schön, dass du wieder eingeschaltet hast auf Man Cave Printing. Heute zu einer weiteren Folge des Clipper Installations Tutorials. Ich hoffe, es ist alles klar aus dem letzten Video. Es hat alles geklappt. Sollte da was unklar sein oder ich sollte irgendeinen Schritt übersprungen haben oder irgendwas ging zu schnell, einfach unten in die Kommentarbox schreiben und dann probiere ich das bestmöglich zu beantworten, damit das auch bei dir klappt. Jetzt ohne große Umschweife für dich direkt weiter zum Tutorial am Computer. Eine Webcam im Clipper hinzuzufügen ist relativ einfach. Ihr geht hier oben in die Einstellungen. Dann geht ihr auf den Tab Webcams, geht auf Add Webcam und ihr seht, wenn eine angeschlossen ist, findet sie eigentlich automatisch, wie bei mir. Das funktioniert jetzt schon relativ gut. Die Sachen hier sind ja auch automatisch schon eingefügt. 15 FPS ist meistens völlig ausreichend. Wir geben dem Ganzen jetzt noch einen Namen. Ich nenne es CR10 Cam. Ihr könnt dann noch gucken, ob ihr das Bild spiegeln wollt, falls das bei euch nicht passt oder irgendwie ein bisschen drehen, dass das gerader wird oder nicht. Aber ansonsten einfach dann Save Webcam. Die ist hinzugefügt, das funktioniert alles und schon taucht die hier auf und ihr seht, was euer Drucker macht. Das war jetzt wahrscheinlich das leichteste Tutorial, was ich für Clipper machen kann, aber irgendwas muss ja auch mal einfach sein. Und wieder mal herzlichen Glückwunsch, du hast ein weiteres Tutorial abgeschlossen. Du bist einen Schritt weiter, Clipper installiert zu haben. Hoffentlich hat diesmal auch wieder alles geklappt. Wenn nicht, wie am Anfang des Videos schon gesagt, einfach unten in die Kommentarbox den Kommentar oder die Frage schreiben und ich probiere das bestmöglich zu beantworten. Wenn alles geklappt hat, dir das Video gefallen und geholfen hat, gerne einen Daumen nach oben geben und ja nicht vergessen zu abonnieren, denn morgen geht es schon weiter mit dem nächsten Tutorial.